Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von WWE Supercard. Road to Glory liegt hinter uns. Boah, jetzt hätte ich fast schon wieder das Falsche gesagt. Road to Glory liegt hinter uns, erfolgreich hinter uns. Und Team Ring Domination steht an. Ich weiß nicht, ob man das qualitativ jetzt sieht in dem Video. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen rumgefummelt bei BlueStacks. Und es sieht, also die Auflösung ist irgendwie höher. Ja, auf jeden Fall sieht das im Original jetzt sehr, sehr hochauflösend aus. Sehen wir gleich auch bei den Kartenbildern. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht spinne ich, keine Ahnung. Es liegt nicht am Karneval, hab's nicht gefeiert, also auch nichts gesoffen. Ich glaube, ich hab's eingestellt bekommen. Ja, vielleicht knackt es ja auch jetzt im Mikro nicht mehr so. Das wäre mal geil, weil da den Fehler habe ich noch nicht gefunden. Wie dem auch sei, Road to Glory ist vorbei. Und wir haben, ja, Dean Ambrose, wo ist der zweite Dean Ambrose? Hier unseren zweiten Dean Ambrose, hab ihn noch nicht gelevelt, hab auch noch nicht geplay-levelt oder so, ja. Ist ja jetzt auch noch nicht so wirklich wichtig. Auf jeden Fall ist er Pro und Seth Rollins ist natürlich auch Pro, der ist schon ein bisschen gelevelt. Das heißt für unser Deck, für unser Road to Glory Deck, erstmal sind wir hier sehr gut aufgestellt. Werde ich auch, glaube ich, in den Videotitel schreiben, dass wir auf jeden Fall gerüstet sind für die Deckstufe WrestleMania 35. Denn sobald man Plus-Plus erreicht hat, knallt das Ding hier ja bis zum Anschlag voll. Das heißt, kommt die neue Stufe, ist man auch direkt auf der neuen Stufe. Das bedeutet direkt den Freebie. Sehr, sehr geil. Aber es geht hier um das Road to Glory Deck. Boah, ich bin bis 150 Punkte ungefähr gekommen, mit Sechsern wohlgemerkt. Zehner gingen, weiß ich nicht mehr, gingen auf jeden Fall nicht so lange. Was kurios ist, weil mein Deck ist deutlich stärker gewesen als noch zuvor und ich musste trotzdem ordentlich grinden. Und, ah ja, es ist gar nicht perfekt ausgestattet, einen Moment. So sieht mein Deck aus. Hier kommt noch Seth Rollins und Dean Ambrose dazu, das heißt nur noch vier männliche Neon-Karten und natürlich zwei Neon-Diven. Das sei erstmal dahingestellt, aber bei den Männern läuft es so gut, dass die neue Deckstufe gerne kommen kann. Ich rechne so in 2 Wochen damit. 2-3 Wochen. Also, ich weiß es nicht, ob noch vor WrestleMania, ich würde sogar sagen, vor WrestleMania 35 kriegen wir noch die Deckstufe. Ja, möchte mich aber jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr gut aus. Ich zeige jetzt mal die Bilder und dass die echt hochauflösend sind, oder? Spinnig? Das sieht doch besser aus als in den anderen Videos. Überhaupt alles von dieser Karte auch sieht doch viel, viel schärfer aus. Hä? Weiß nicht, vielleicht habe ich sie auch nicht mehr alle. Aber ich finde, die Bilder und alles sieht, das ganze Menü auch, das sieht alles viel schärfer aus. Ja, hat ja nur 2 Jahre gedauert, bis ich die Einstellung gefunden habe. Okay, kommen wir zu Team Ring Domination. Da ist mir Cat Daddy natürlich jetzt schön in die Parade gefahren mit Kevin Owens, der in der Ring Domination ist. Ist dann mein Dritter. Er hat mich ja noch gefreut wie Bolle, als ich den zum zweiten Mal im TBG-Pack hatte. Ja. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, dass es mal kein Pro ist. Wie gesagt, ich hatte eine Glückssträhne, die ist ja schon beschämend fast. Deswegen, Kevin Owens geht schon in Ordnung. Undercards, ja, sind eher egal. Ach ja, hier, Frühlingsfusion, das ist ja auch so ein Käse. So eine konnte ich starten bis jetzt und habe 2 Dinger gefunden. Also ich habe insgesamt 10 Samen bekommen. 10 Samen im kompletten Road to Glory Event. Ja, okay, nicht komplett, das kam ein bisschen später, aber ich meine, 10 Samen, Netzwerk, okay. Wie soll ich denn diese Stiele bekommen? Ich habe jetzt einen Stiel. Ein Stiel und 2 Samen sind übrig. Der kackt jetzt hier gleich, glaube ich, auch ab, wegen dem Netzwerk. Ist aber nicht so schlimm, gehen wir einfach neu rein. Doof ist natürlich jetzt, dass ich nichts zeigen kann. Ich bin aber froh, dass Ring Domination ist, weil, jetzt geht's. Weil ich habe irgendwie gerade nicht so große Lust, Supercard zu spielen. Denn ich habe wieder mit Champions angefangen. Ja, der sich angesprochen fühlt, der mich angefixt hat, ne, er weiß schon Bescheid.
So, ich habe reingeguckt, ich komme gar nicht mehr klar. Ich komme überhaupt nicht mehr klar, was Champions angeht. Ich mache aber im Anschluss ein Video für Champions. Das kommt dann am Mittwoch oder Donnerstag, also morgen oder übermorgen, je nachdem, raus. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich bin überfordert auf jeden Fall. Ich brauche da Unterstützung. Und vielleicht sieht es ja jemand und kann mir da ein bisschen unter die Arme greifen, weil ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Darum soll es aber nicht gehen. Es soll hier um Supercard gehen. Haben wir ein Ticketpack aufzumachen? Tatsächlich, das machen wir jetzt als allererstes. Nochmal so ein schönes zerstört Ticketpack, wo nur WrestleMania 34 Karten sind. Alexa Bliss? Boah, habe ich die? Bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, ob ich die schon hatte. Es wird mir auf jeden Fall nicht angezeigt, also könnte durchaus sein. Auf War habe ich auch so gar keinen Bock. Gar keinen Bock, aber ich muss auf jeden Fall das hier noch schaffen irgendwie. Dass ich meine zwei Momentum-Slots habe. Belohnungen. Wir fordern mal Belohnungen ein. Wir haben nämlich eine TBG gespielt. Die war auf freiwilliger Basis. Ich weiß gar nicht, ob gerade aktuell die nächste läuft. Die nächste läuft schon, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber dann starten wir natürlich hier gerne auch mal eine Runde King of the Ring. Ich spiele sowieso nicht. Ich habe gar keinen Bock auf King of the Ring. So, einmal hier durch. Kurz warten. Rausgehen. Neu starten. Fertig. Lass mir einfach laufen. Dann fülle ich mal Energie auf, um ein paar Picks zu generieren. Aber ansonsten juckt mich King of the Ring eigentlich überhaupt nicht. Spiele ich auch nicht aktiv. Aber die andere freiwillige TBG haben wir Glück gehabt. Der Gegner war ziemlich easy. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer alles seine Kämpfe nicht gemacht hat. Auch ich habe diesmal meine Kämpfe nicht komplett gemacht. Obwohl ich es machen wollte, immer wieder vergessen. Ich war so fixiert auf Road to Glory. Ja, aber war ja freiwillige Basis und wir haben es ja auch gewonnen. Also wenn es knapp geworden wäre, hätte ich schon mit Sicherheit Gas gegeben. Wir gucken aber rein. 970 Punkte war jetzt auch nicht so schwierig. Die Anthony Titans, wie dem auch sei. Da wir im letzten Part oder beim letzten TBG-Pack Kevin Owens drin hatten, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas drin ist. Möchte es aber auch nicht ausschließen. Aber wir gucken rein in 3, 2, 1. Und es ist ein Minimum-Pack. Meinetwegen. Wenn die nächste Deckstufe kommt, dann ist ja eine zerstörte Karte garantiert. Von daher ist okay. Aber dann so eine Frechheit mit so einer schlechten Neon-Karte. Punkte sammeln wir gerne ein. Und Gothic haben wir Triple H, den ich glaube ich noch nicht hatte. Und jo, Buddy Murphy, den hatte ich schon. Mehrfach. Ja, eher nur Pisse drin. Aber es ist was Lustiges passiert. Wir werden ja bald WrestleMania 35 bekommen. Und uns den Freebie auch direkt abholen. Das heißt, wir haben sofort eine WrestleMania 35 Karte. Aber was sau cool ist, ich habe eine Ladder-Belohnung frei. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Wirklich null. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Wo ist sie denn? Hier ist sie. 40.000 Spiele. Wäre jetzt natürlich eine Zerstört-Karte. Wäre natürlich auch selten dämlich, die jetzt einzulösen. Weil bald kommt die neue Deckstufe. Warum also jetzt eine männliche Karte von Zerstört einfordern, wenn wir auch WrestleMania 35 einfordern können. Werden wir uns schön aufsparen. Ich wollte es nur schon mal zeigen, dass wir die Ladder-Belohnung freigeschaltet haben. Können wir uns freuen, werde ich natürlich mit euch gemeinsam öffnen und mal gucken, was da so für eine Karte drin ist. So, des Weiteren spiele ich kein Money in the Bank im Moment, auch wenn ich eigentlich geplant hatte, richtig zu suchten, damit ich mir für WrestleMania 35 direkt eine Pro ordern kann. Nein, machen wir nicht. Weil sowieso ist es nur noch 9 Tage. Okay, da kommt noch Fastlane jetzt dazwischen. Aber trotzdem, nee, gar keinen Bock. Wirklich. Ich würde sogar tippen, dass wir nicht Fastlane bekommen. Weil es endet ja in 9 Tagen. Hä, das ist ein ganz komischer Zyklus, oder? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir noch einen Zyklus zerstört haben. Und ja doch, das würde schon hinkommen mit Fastlane. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es NXT TakeOver wird. Denn auch eine NXT TakeOver-Ausgabe steht an. Könnte also auch NXT werden. Hier wollte ich euch noch kurz zeigen, es gibt auch neue Belohnungen im KP-Shop. Hier
Sasha Banks, Tamina, Nia Jax, Bayley, also nur Diven am Start. Wer also noch eine Sasha Banks braucht oder eine Tamina gebrauchen kann oder eine Nia, ja, oder vielleicht sogar eine Bayley, die dürfen hier gerne zuschlagen. Bagheera hat gegessen, wie immer vor der Aufnahme, aber interessiert ihn nicht. Interessiert diesen famegeilen Kater nicht. Erstmal ins Rampenlicht brüllen. So. Ja, das war's eigentlich. Zu den Fusionen. Ah ja, die Fusionen. Vielleicht schaffe ich 2 Stück, wenn überhaupt, in dem ganzen Zyklus. Ist aber auch eher wichtig für Spieler, die nicht Top-Tier sind. Weil wenn ihr hier diese 8 oder was, wie viele ihr braucht, Dinger habt. Hier seht ihr, ich habe 1. Habt ihr ja eine garantierte Gothic-Karte. Bis zerstört, also die Range ist jetzt nicht so riesig. Da könnte was Cooles bei rumkommen. Vielleicht habt ihr auch Glück, also ich kriege sehr, sehr wenig Samen. Ja, am Anfang sah es gut aus. Ich hatte blitzschnell, glaube ich, 5 oder 6 Stück. Und danach kam einfach nichts mehr. Also ist mit Sicherheit auch so programmiert, dass du am Anfang ein bisschen ziehst, dass du an bestimmten Tagen etwas mehr ziehst. Aber ich finde, es ist schon sehr, sehr wenig bei mir, was da rumkommt. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit der Aufgabe, mit der Ausgabe. Ja, die Vorbereitung für WrestleMania 35 läuft. Ich bin gespannt, was wir für ein Event bekommen. Steht noch nicht fest. Ich würde nicht staunen, wenn wir noch eine Last Man Standing bekommen vor WrestleMania. Die würde ich natürlich auslassen, weil so viel bringt mir die Karte jetzt auch nicht mehr. Es sind nur noch 4 Slots frei. Und die TBG-Belohnungen werden ja auch dann deutlich besser, weil zerstört gesichert ist bei einem Sieg. Ja, weswegen soll ich da noch Kohle raushauen für Last Man Standing? Dafür habe ich zu viele Pros schon. Da lohnt es sich nicht. Wenn ich weniger hätte, würde ich es wahrscheinlich spielen. Ich würde es nur spielen, boah, bei einer geilen Karte, ne? Da werde ich ja dann immer schwach. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir noch ein Ring Domination und OTL-Zyklus vielleicht bekommen. Könnte auch sein. So richtig Bock auf Road to Glory habe ich aber auch nicht mehr. Also zumindest nicht für einen zerstört, für eine zerstört Event-Karte. Also Dean Ambrose hat mir jetzt echt gereicht und ja, hätte ich jetzt auch keine Lust drauf. Also wir werden sehen. Wir werden einfach, lassen wir uns überraschen. Hat ja keinen Sinn hier zu spekulieren. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Und ja, vielleicht sehen wir uns im Champions-Video. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal. Haha, verarscht. Habe ich euch richtig dran gekriegt? Nee, gar nicht wahr. War auch gar nicht so geplant. Aber Cat Daddy hat gerade eben noch was bei Twitter gepostet. Und ich will das auf jeden Fall noch dranhängen ans Video. Deswegen, wer nicht zu früh abschaltet, der wird belohnt. Und zwar haben wir das hier. Die Road to WrestleMania für Supercard. Vorneweg, sehr geil. Ja? Bisschen scheiße dabei, aber im Großen und Ganzen bin ich absolut zufrieden. Die Road to WrestleMania beginnt. Ihr seht hier die Roadmap dafür. Am 1. März hat das Ganze mit den Frühlingsfusionen angefangen. Ja? 1. März, also alles cool. Am 6. März... Ja, also wenn ihr die Folge seht, haben wir den 5., also morgen, gibt es dann ein Geschenk. Keine Ahnung, was es ist, wir werden es sehen. Niemand weiß es, außer Cat Daddy. Da gibt es ein Geschenk, was auch immer. Es können Coins sein, es können Battle Points sein, es können Competitive Points sein, es könnte eine Karte sein. Wir wissen es nicht, ja? Abwarten. Aber ein geschenkten Gaul und so, ne? Deswegen nehmen wir gerne mit. Dann am 7. März startet die Last Man Standing für Roman Reigns. Wissen wir da also auch schon mal Bescheid. Die werde ich natürlich nicht spielen, ja? Werde ich schön langsam angehen lassen. Wird mich nicht interessieren. Erstmal, Roman Reigns ist zwar klar, dass er die Karte bekommt, weil von seiner Leukämie weitestgehend in Remission und so, alles cool. Ja, wieder zurück. Auch völlig verdient, dass die Karte kommt, aber ist halt Last Man Standing. In dem Sinne, also ist halt uninteressant für mich. Warum soll ich das machen? Bringt nichts. Dafür spiele ich andere Events. Ja, aber hier das Last Man Standing Event. Wenn ihr die Karte gebrauchen könnt, klar. Also Supercard wird viel Geld machen. Supercard wird wirklich viel Geld machen, weil, ja, einfach sehr viel
hier getan werden muss. Danach am 10., das ist der Sonntag, oder? Moment, ich gucke hier gerade mal in den Kalender rein. Das seht ihr jetzt nicht. Aber ja, der 10. ist der Sonntag. Da startet eine Flash Ring Domination. 60 Stunden geht das und es gibt da eine Eventkarte, wo noch nicht feststeht, welche. Aber da geht es um eine Eventkarte. Ring Domination ist ja eigentlich easy. Und wenn man dann noch Heroic spielen kann, dann wird es Karten hageln. Wirklich, der März, da werden so viele Karten geholt. Das wäre sehr, sehr krass. Übrigens habe ich noch gerade eben ein, zwei Wild-Spiele gemacht und einen Pull gehabt, was übrigens Bobby Lashley auf zerstört war. Ziemlich cooles, aber Single. Nur schon mal vorweg. Hau ich einfach mal so raus. Danach haben wir ab dem 11. März gibt es im Team Battleground doppelte Battle Points. Vom 11. März bis zum 25. März. Also je nachdem, wann ihr startet, wenn ihr am 11. März startet und schafft innerhalb der Zeit, keine Ahnung, wie viele kann man schaffen, 4 Stück oder so, dann kriegt ihr 4-mal die doppelten Battle Points. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, selbst bei einer Niederlage bekommt ihr ja trotzdem die doppelten Battle Points. Also ziemlich geil, wie ich finde. So, das ab dem 11. bis zum 25. Am 13. März gibt es dann ein weiteres Geschenk. Auch nicht schlecht, dürfen wir uns wieder überraschen lassen. Am 14. März gibt es dann eine Flash Road to Glory. Das wird ein bisschen hart, aber ihr wisst ja, bei diesen Flash-Dingern ist es oft so, dass weniger Punkte geholt werden müssen oder man einfach immer doppelt so viele bekommt. Also die Flash-Dinger sind eigentlich relativ fair, auch wenn sie kürzer sind. Kriegen wir am 14. die Flash Road to Glory. Da, wo letzte Mal das Last Man Standing Event richtig war, gibt es dann jetzt Road to Glory Flash Event. Und dann am nächsten Sonntag direkt wieder eine Flash Ring Domination. Ja, für die nächste Eventkarte auch schon wieder. Keine Ahnung, was das für Karten sind, aber die hauen jetzt richtig was raus. Also eigentlich geil. Eigentlich richtig geil. Deswegen Flash Road to Glory, dann Flash Ring Domination. Am 20. März gibt es dann ein drittes Geschenk. Am 21. März geht es weiter mit der nächsten Flash Road to Glory. Also in der Road to Glory könnt ihr euch dann immer die Pro-Version von der Eventkarte holen. Dann am 25. März bis zum 1. April gibt es, das sieht man jetzt hier auf dem Bild ein bisschen scheiße, doppelte Rewards beim King of the Ring. Also solltet ihr den King of the Ring gewinnen zum Beispiel auf Zerstört, dann bekommt ihr nicht eine Zerstört-Karte, sondern zwei Zerstört-Karten. Ja, also immer das Doppelte. Egal, auch wenn ihr jetzt, keine Ahnung, also so verstehe ich das. Wenn ihr jetzt in der ersten Runde rausfliegt, wo ihr 5 Picks bekommt, würdet ihr dann 10 Picks bekommen. Also so sehe ich das. Also ich glaube nicht, dass nur der Gewinner, also nicht nur das verdoppelt wird. Vom 25. bis zum 1. April. Am 27. März gibt es dann ein viertes Geschenk. Ich würde tippen, dass das auch das coolste Geschenk sein wird, aber abwarten. Auf jeden Fall ein Geschenk. Und am 28. März gibt es dann nochmal eine Last Man Standing. 28. März ist übrigens der Donnerstag, also das wäre dann ein reguläres Event wieder, welches ich dann wahrscheinlich auch wieder nicht spiele. Aber das ist eigentlich auch ganz gut. Ja, ich werde mir hier die Ruhe jetzt antun bei Supercard. Dann kommen die ganzen Flash-Dinger hintereinander weg. Da wird ja ein Teil nach dem anderen rausgeballert. Du bist ja nur noch am Supercard spielen. Und deswegen Ende des Monats Last Man Standing und dann erstmal schön chillen. Schön chillen. Weil, was bringt mir das? Das ist ja irre. Wenn ich die beiden spiele, mir fehlen ja noch genau 4 Zerstört-Karten. Das wären die beiden, die beiden Last Man Standing-Karten und die beiden Event-Pros, die ich dann hätte. Aber ich bin mir sicher, dass auch da noch Zerstört-Pros bei rumkommen. Und mit Sicherheit bei so vielen Events wird auch der ein oder andere Pull noch dabei sein. Auch wenn ich jetzt gerade einen hatte mit Bobby Lashley, hier wird noch was dabei sein. Also ich finde das richtig, richtig mega geil. Haben sie sich richtig was einfallen lassen? Ich habe auch nicht in Erinnerung, dass das schon mal so krass war, dass wir innerhalb von einem Monat halt so viele Events und Flash-Events hatten, dass wir eigentlich
ja, 4 zerstört Pros safe hätten mit Last Man Standing. Und dann noch die Geschenke, wo man nicht weiß, was dahinter steckt, plus doppelte Battle Points, plus doppelte Rewards und die Spring-Fusion, also die Frühlingsfusion, ist ein sehr, sehr fettes Programm zur Road to WrestleMania. Und ja, fettes Lob an Cat Daddy, haben sich richtig was einfallen lassen, finde ich geil, habe ich auch jetzt Bock drauf, ich bin ja so ein bisschen demotiviert gerade, nach Dean Ambrose habe ich echt wenig Lust jetzt, aber diese Roadmap pusht mich wieder richtig, ich habe wieder richtig Bock drauf, wieder richtig Bock und ja, ich hoffe ihr auch, das als kleiner Abschluss und ja, habt ihr auch ein bisschen was zu gucken, morgen, wie gesagt, gibt es noch ein Champions-Video, könnt ihr auch gerne reingucken, also morgen oder übermorgen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Was ich schon aufgenommen habe, das war jetzt so dazwischen geklemmt, Champions-Video geht eine knappe Stunde und ich brauche eure Hilfe. Mehr verrate ich erstmal nicht, guckt es euch einfach an. Ich bin sehr verzweifelt, was Champions angeht. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit. Rin gehauen und jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal.